Mit uns ist Schwester Manuel aus der Gemeinschaft der Seligpreisung. Schwester Marie Emmanuel. Bitte schön, Schwester. Es ist nicht einfach, nach unserem lieben Vater Jacques zu sprechen. Ich wurde gebeten, dass ich etwas sage über die Tänze. Ich bin kein Spezialist, auch nicht professionelle Tänzerin. Aber in unserer Gemeinschaft, wir organisieren Exerzitien des Tanzes und des Gebetes. Und dort hatte ich die Möglichkeit, dies aufzudecken, was bedeutet, wenn der Tanz das Gebet ist. Also wenn ihr im Wörterbuch die Definition Tanz sucht, dann steht dort, der Tanz ist rhythmische Bewegung des Körpers. Und dieser Rhythmus, das ist einfache Musik, ein Lied. Aber wir sehen in dieser Definition, dass dies wahrhaftig unterschiedliche Erfahrungen bringt. Es gibt klassischen Tanz, Folklore-Tanz, Tänze bei der Hochzeit und dann gibt es den Tanz Samstagabend in der Diskothek. Es gibt dann diesen Tanz, den wir beim Jugendfestival tanzen und alles nennen wir Tanz. Aber das, was uns interessiert, ist es möglich, für Gott zu tanzen? Denkt ihr wirklich, dass Gott fröhlich ist, dann, wenn er uns sieht, wie wir tanzen? Ist Maria glücklich, wenn sie hier uns sieht, wie wir tanzen? Wenn wir das Leben der Heiligen nehmen. Wir sehen, die heilige Teresa von Avila und die Liebe Gottes hat sie so sehr erfasst und die Liebe Gottes konnte sie so sehr erfassen, dass sie begonnen hat zu tanzen, zu klatschen, zu tanzen mit ihren Mitschwestern. Der heilige Philipp Neri, er bekannt als der Heilige der Freude, er zeigte auch seine Freude von außen. Und der heilige Franziskus von Assisi wird auch oft gezeigt mit seinen Armen, die zum Himmel zeigen. Und er preist Gott mit seinem Körper. Der heilige Dominik, 8 Arten des Gebetes hat er beschrieben. 8 Gesten des Gebetes. Man kann mit gefalteten Händen beten, auf den Knien. Sich ganz ausbreiten, auf dem Bauch. Und dann die Arme, die hoch zum Himmel zeigen. All das sind Gesten, die uns zeigen, dass wir mit unserem ganzen Wesen beten. Und dieses allerschönste Beispiel ohne Zweifel, nun, das ist das Beispiel der seligen Jungfrau Maria. Dann, wenn ihr marianische Erscheinungen durch die Jahrhunderte nehmt und die Zeugen von diesen Erscheinungen, die das Glück hatten zu sehen, und sie erzählen, sie zeigte sich mit gefalteten Händen an der Brust und dann war es auch so, dass offene Hände da waren und dann manchmal mit offenen
Händen und dann langsam das Kreuzzeichen, das sie machte. Und in Lourdes, als sie gesagt hat, ich bin unbefleckt im Empfängnis, sie hat so diese Bewegung gemacht, sie hat ihre Arme erhoben, sie gefaltet in der Nähe des Herzens, die Hände, und dann hat sie die Augen zum Himmel erhoben. Und sie hat gesagt, ich bin ihr unbefleckte Empfängnis. Maria ist für uns das Modell. Ihr ganzer Körper, die Liebe und die Reinheit, ihr ganzer Körper atmet so. Und sie lehrt uns, wie wir mit dem Körper beten können, spricht die Bibel über den Tanz im Alten Testament. Meistens für das israelitische Volk. Es wird über den Tanz gesprochen. Und es gibt diesen Sieg, das Volk tanzt und dann Mose kommt vom Berg. Und er sieht, wie das israelitische Volk tanzt und singt, aber vom goldenen Kalb. Und Mose ist wütend, wirft die Tafeln mit den 10 Geboten und er vernichtet das goldene Kalb. Und danach bittet er Gott um Vergebung. Denn bei diesem Tanz und diesen ganzen, das Volk hat Idole angebetet. Das heißt, in der Bibel werden auch Tänze erwähnt, die Gott preisen und damit nichts zu tun haben. Und im Buch Samuel, im 2. Buch, wir sehen König David, der das Volk begleitet und die Bundeslade bis nach Jerusalem trägt. Und der König David, es war so, indem er so sehr von der Liebe Gottes erfasst war, dass er voll Freude springt und um die Bundeslade, er ist da und tanzt und die Frau schaut ihm aus dem Fenster und sie verspottet ihn und sagt, das ist schlimm vom Volk und schämst du dich nicht? Und dann sagt aber David zu ihr, ich tanze vor dem Herrn. Ich werde vor dem Herrn tanzen und noch mehr demütig sein. Wir sehen bei König David dieser Blick Gottes. Für ihn ist dies der Akt und dieser Akt der Demut. Er möchte mit seinen ganzen Kräften, mit seinem Körper den Herrn preisen. Und später in den Psalmen, sehr oft wurde dies gezeigt, indem man Gott preist und es wird gesagt, preist ihn mit dem Tanz der Zither und die Gerechten, sie freuen sich vorm Angesicht des Herrn und sie tanzen wegen der Freude. Das heißt, in den Psalmen, wir sehen, dass das Wort Gottes uns aufruft, dass wir vor Gott tanzen. Und spricht man über den Tanz im Neuen Testament und im Evangelium, der bekannte Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, in dem Herodes Geburtstag hat,
Und die Tochter von Herodias. Und alle sind verrückt. Sie tanzt, alle sind verrückt nach ihr. Und dann dieser Tanz. Und dieser Tanz führt dazu, dass Johannes der Täufer dann getötet wurde. Wir könnten nun sagen, dass dieser Abschnitt aus dem Evangelium nicht eine Werbung ist für den Tanz, aber es zeigt uns und sagt uns etwas sehr Wichtiges. Es gibt Tänze und diese Art und Weise des Tanzes, wo nicht dann die Frucht des Lebens bringt, sondern sie führen uns in das Böse, die Vernichtung. Und von Herodias, die Tochter, sie wurde genutzt als dieser Gegenstand, um dies dazu führen, dass dann Johannes der Täufer getötet wird. Und heute, ihr wisst, dass heute der Festtag vom Pfarrer von Ars ist. Und der Pfarrer von Ars, er liebte nicht den Tanz. Und man versteht dies, denn diese Erfahrung, das, was er gesehen hat durch den Tanz im Beichtstuhl, das ist dies, dass die Menschen aus seinem Dorf, sie sind rausgegangen und sie haben getanzt und das endete in der Sünde. Aber es gibt noch einen Abschnitt aus dem Evangelium, in dem es auch über den Tanz spricht, und das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, und der verlorene Sohn kehrt nach Hause zurück zum Vater, und der Vater ist so fröhlich, verrückt vor Freude, und er sagt, man soll einen Ochsen schlachten, Kalb, man soll ein großes Fest machen und man soll tanzen und singen. Gott möchte, dass wir hier auf dieser Erde glücklich sind, dass wir fröhlich sind. Der älteste Bruder, er kommt zurück und er hört den Tanz. Und dieses Lied, und er kann aber nicht teilnehmen bei diesem Fest und er ist nicht fähig, sich zu freuen mit dem Vater, weil der Bruder zurückgekommen ist. Das kann auch uns passieren. Wir sehen den Tanz, das Lied, aber wegen etwas, das, was wir in uns erleben, wir sind verschlossen in unsere Traurigkeit und wir haben nicht Erfolg zu tanzen und zu singen. Aber ich kann euch sagen, ich habe oft ein Zeugnis gehört. Menschen, die sich bemüht haben, zu tanzen, die ihre Entscheidung gegeben haben, dass sie tanzen werden und fröhlich sein werden, indem sie durch den Tanz die Freude im Herzen erlebt haben. Der heilige Paulus spricht oft über den Leib und er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Preist Gott in eurem Leib. Und ich werde enden über den Tanz in der Bibel und dieser Abschnitt kommt mir am allerschönsten vor, und das ist der Besuch Mariens. Maria eilt zur Cousine Elisabeth und sie begrüßt ihre Cousine, und in diesem Moment Johannes der Täufer tanzt vor Freude im Mutterschoß von Elisabeth.
Wir können sagen, dass ein Kind, wo es sich dann im Mutterleib bewegt, das ist oft so. Das ist nichts Besonderes, das ist nur ein Detail. Aber der Evangelist hat dies gesehen und dass es etwas Wichtiges ist und er hat es notiert. Johannes der Täufer, er zitterte vor Freude im Mutterleib von Elisabeth, denn auf mysteriöse Art und Weise, aber auf wirkliche Art und Weise hat er dies verstanden, dass er sich in der Anwesenheit von der neuen Bundeslade befindet, Maria, sie, die in ihrem Mutterleib Jesus trägt. Und vor kurzem habe ich dies gelesen. Dass dieses Verb, diese Bewegung im Mutterleib von Elisabeth, dieses Gleiche und dieses Verb, wo wahrhaftig auch benutzt wurde, in dem Johannes der Täufer um die Bundeslade tanzt. Und nun, das zeigt uns, Elisabeth war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wegen dem Hüpfen von Johannes dem Täufer, sie hat auch verstanden, dass sie nicht nur vor ihrer Cousine ist, sondern vor der Mutter ihres Heilands. Hier auf besondere Art und Weise, wir können Johannes den Täufer bitten, dass er uns hilft, dass uns dies bewusst wird, und zwar die Anwesenheit von Maria und Jesus, sie, die mit unter uns sind, und dass wir auch hüpfen können vor Freude, damit auch wir Gott preisen können mit unserem Körper, unserem Tanz. Ich möchte enden mit zwei Beispielen und ihr könnt euch damit bedienen, dann wenn ihr nach Hause kommt. Also, wenn ihr in diesem Jahr, also bis zum nächsten Jugendfestival, dann für Gott tanzen wollt, ihr könnt dies alleine tun in der Natur. Ihr könnt irgendwie eine CD nehmen, Lobpreislieder oder so, vielleicht in die Küche, Wohnzimmer. Die erste Sache, möge euch dies bewusst sein, dass Gott euch anschaut, erinnert euch in diesem Moment, Gott schaut mich an, Gott liebt mich, Maria schaut mich an, sie liebt mich. Und dieser Tanz wird ein Geschenk für sie sein. Und die zweite Sache, lächelt Gott an, er schaut euch an und er erwartet euer Lächeln. Lächelt Maria an, sie schaut euch an und sie erwartet euer Lächeln. Und das Letzte, spricht mit Gott, dann, wenn ihr tanzt, sagt ihm alles, was euch im Herzen liegt, was im Herzen ist, die Freude, die Traurigkeit. Sagt es ihm, wie sehr ihr ihn gern habt, aber ihr wollt ihn noch mehr lieben. Sagt ihm auch dies, dass ihr ihn so sehr benötigt. Betet zu ihm, dass er euch reinigt. Befreit und heilt. Und glaubt mir, ihr werdet Momente haben, wunderschöne Momente, diese Vereinigung in eurem Herzen. Und man könnte stundenlang über einen Tanz sprechen, aber das Allerwichtigste ist, dass man es in Praxis umsetzt. Jetzt möchte ich euch
dies vorschlagen, dass wir alle einen Tanz tanzen, das wahrhaftig ein Gebet dann ist. Ein Gebet für den Frieden zuallererst in unserem Herzen, in unserer Familie, in unserer Pfarrei, in unseren unterschiedlichen Ländern und für den Frieden in der Welt. Ich möchte euch die Schritte erklären. Habt keine Angst, es ist nicht kompliziert. Und wir werden dies tun, zusammen mit den Jugendlichen aus der Pfarrei und mit noch anderen weiteren drei Ordensschwestern. Und das Lied Hai Shalom Alehem ist in Hebräisch. Das ist ein Lied, in dem wir die Engel zu uns rufen, dass sie mit uns beten. So, und jetzt werde ich euch die Schritte zeigen. Le rythme de la... Alors oui, si vous pouvez, ceux qui le peuvent sortir des bancs, vous aurez un petit peu plus de place. Il faut. Ako možete izađite iz klupa, imaćete više mjesta. Wenn es geht, kommt aus euren Bänken, ihr werdet dann mehr Platz haben. Man muss einander nahe sein. Dieser Rhythmus hat drei Takte, so wie der Walzer. Wir werden uns an der Hand halten. Und das ist nicht irgendwie eine neutrale Geste. Diese Geste bedeutet, dass wir alle vor Gott gleich sind. Wir alle sind Geliebte. Söhne und Töchter Gottes, niemand ist wichtiger als der andere. Nun, mit dem rechten Fuß geht auf die rechte Seite. Also das rechte Bein ist rechts. Und dann nach vorne und links über das andere Bein. Und dann wiederum das Gleiche. Und so in drei Takten, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und solange wir so diese Schritte machen, wir können Gott dann dies sagen, egal wo ich hingehe, führe du mich, o Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen muss. Bleibe mit mir und verlasse mich niemals. Nach dem Ganzen, dann öffnen wir unseren rechten Arm, wir bilden einen großen Kreis nach rechts, dann einen großen Kreis nach links und dann mit dieser Geste rufen wir den ganzen himmlischen Chor, alle Engel, all die Heiligen, die Königin des Friedens, König des Himmels und der Erde. Wir rufen sie alle, dass sie alle zu uns kommen. Und dann erheben wir beide Arme über uns und vor dem König der Könige, dem Herrscher aller Herrscher, vor unserem Gott, in dem von ihm nur der wahre Frieden kommt. Und dann beenden wir. Wir enden mit der linken Hand auf dem Herzen und die rechte Hand oben auf der Stirn. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt wieder zurück und dann wieder ein Schritt nach vorne und ein Schritt zurück als Zeichen der Anbetung gegenüber Gott. Und wir enden dann mit beiden Händen am Herzen, damit wir zeigen, dass wir in unserem Herzen diesen Frieden annehmen, das, was Gott uns gibt. Nun, bevor wir dies jetzt mit der Musik tun, versuchen wir es jetzt wieder zusammen. Rechts über ein Bein und dann links genauso und das dann viermal.
On ouvre. Desnom rukom krug. Rechter Arm, ein Kreis, linker Arm, ein Kreis, die Arme vor uns. Wir beten an und wir nehmen seinen Frieden an. Danke dem Chor. Sie werden uns jetzt helfen, dass wir diesen Tanz beten. Ich rufe auch alle auf, die jetzt über Internet mit uns dabei sind, damit sie sich uns anschließen, vielleicht daheim in der Küche oder im Wohnzimmer. Shalom, Malachi HaShalom.